Hi ho und willkommen zurück im Tanzschritt hier. La 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 Monster Hunter 3 Ultimate. Ju du 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 du. So, ja, war nicht zum Melodie im Hintergrund. Ich weiß, ich habe mir die Melodie gerade irgendwie total ausgedacht. Ist ja auch egal. Ja, ich versuche halt hier die Folgen immer ein bisschen, ja, wie soll man sagen, abwechslungsreicher zu gestalten. Auch wenn es mir nicht gelingt, ich weiß. So, ja, was beim letzten Mal war, wir haben im Mogawald gekämpft und zwar gegen den Königsludrot, haben aber da ein wenig, nicht das bekommen, was wir uns erhofft haben, haben aber natürlich wiederum, was hat Chacha denn da alles gesammelt? Cool. Haben aber wiederum, Chacha kann jetzt Betäubungsangriff. Ja, jetzt bringe ich meinen Satz mal zu Ende. Haben aber wiederum einen Aquabeutel bekommen, den wir eigentlich nicht hätten wirklich benötigt. Konnten aber dadurch, weil wir uns dann auf komischer Weise aufgefallen ist, dass wir genügend Materialien haben, konnten wir uns Wasser Doppelkling machen. Also Doppelkling mit dem Element Wasser. Würde uns bloß jetzt nichts bringen bei dem Königsludrot, weil wir werden es jetzt nochmal schnell machen. Und zwar aber diesmal als Quest, weil wir da halt die höhere Chance haben. Oh Mann, hier ist ja wieder fast alles frisch bei dem Typen. Ah, schade, das Jumbo-Brot hat jetzt nur einen Stern. Na gut, ich nehme einen Schuppenfisch mit Schurkenzwiebeln. Schwimmt vor Aroma, passt gut zum Dip. Okay, hier haben wir wieder Schwimmer und sonst der Rest hier. Was war Temperament? Ach, Armbrustschaden. Kraftkatze, Rückschläge beim Transport. Temperament haben wir schon gesehen, Feuerfreund. Verhindert Schaden durch Lava, ja, ne. Na gut, bringt uns alles nicht so wirklich was jetzt. Naja, auf jeden Fall beginnen wir jetzt eine Quest mit dem Königsludrot, weil ich mir hoffe, dass wir nicht nur beim Zerlegen die Chance haben, die Klaue zu kriegen, sondern auch noch an sich durch den, fangen will ich's nicht. Schiffsrettung war das, ne? Ja, hier, Jage. Sind wir zwar im Flutwald, aber naja. Ich erhoffe mir halt durch die Belohnungstruhe am Ende noch ein wenig, ein wenig mehr Chancen auf die Klaue. Was ich nämlich machen wollte, das wollte ich nochmal nachschauen, deswegen werde ich mal wieder unser Inventar, was wir gerade dabei haben, deswegen war ich auch an der Truhe eigentlich, mal wieder ein bisschen leeren. So, was ich ja eigentlich nur testen wollte, war ja, wir haben ja hier genug Spinnennetz, eine Falle zu kombinieren. Eine ganz normale Falle. Wie viel prozentuale Chance hat das? 100%. Das ist super. Wir kombinieren dann mal. Das war falsch. Wir kombinieren dann mal hier das Spinnennetz mit dem Efeu, was wir haben. Und siehe da, wir haben dann ein Netz. Ein ganz normales Netz. Da mache ich mal kurz 3 Stück draus. Und dieses Netz, wie man sieht, das ist jetzt hier. Dieses Netz können wir mit der Falle kombinieren. Dann haben wir leider nur eine 75%ige Chance für eine Fallgrube. Und sagen, der hat sogar funktioniert. Gut, denn ich will mal ein bisschen hier jetzt, Fallen auch einsetzen. Damit wir so ein bisschen mehr Chancen haben. So, dazu bräuchte ich aber noch die beiden Bücher. Denn ich habe jetzt noch, wie man sieht, 2 Fallengeräte dabei. Und bräuchte auch noch hier 2 Donnerkäfer, zack. Und, so sah das damals bei mir aus, natürlich mit allen Büchern. Ich habe immer bis zum Kombo-Buch 5 genommen, warum auch immer. So sah das damals aus, so bin ich immer auf Quest gegangen, wenn ich stärkere Monster gemacht habe. Fallengerät, Fallgrube, Schockfalle und 2-mal Donnerkäfer und 2-mal Fallengerät. Damals habe ich auch abgewechselt, damals hatte ich 2 Fallengerät, 1 Donnerkäfer und 1 Netz. Aber da wir nur eine 75%ige Chance haben, was eigentlich, naja, überwiegend gut ist, werde ich trotzdem da ein bisschen es verhindern, beziehungsweise es trotzdem nicht machen, weil Monster Hunter 75%ige Chance, naja, sagen wir mal so im mittleren Bereich liegt, denn da kriegt man doch schon eher Abfall, wenn man das kombiniert. Deswegen hier 100% Chance mit der Schockfalle, außerdem ist die Schockfalle, hätte ich dann, ich hätte bei Ludrot sowieso keine
Fallgrube so an sich nochmal mitgenommen mit Kombination, weil Königsludrod ja meist, wie wir sehen, sich unter Wasser aufhält. Gerade zwar nicht, aber sonst immer unter Wasser. Und wie wir wissen, hilft eine Fallgrube unter Wasser nicht so gut, denn Fallgruben sollen ja eigentlich Monster ja ein kleines Loch fallen lassen. Das habe ich so gehört, zumindest damals, soll nicht funktionieren unter Wasser. Sei denn, man kann irgendwie die Gravitation unter Wasser ändern, dann geht das natürlich. Da wir dies aber nicht können, sind wir hier mit der Schockfalle, denke ich mal, ein bisschen besser bedient und können damit das Königsludrod besser nerven. Da vorne steht's auch schon. Na los, komm. Hast mich doch schon gesehen. So. Hüpf, super. So, dann ist es schon in der Fallgrube. Das Gute an den Fallgruben ist hier, so ein Monster Hunter PlayStation 2 Version, kann es nicht oft genug erwähnen, ich weiß. Ist es ja so, damals gab es nur die Fallgrube. Und da bin ich mir jetzt aber unsicher, das weiß ich gerade nicht, das müsste ich selber nochmal nachschauen. Ich glaube, die waren aber nicht so lange in der Falle, in der Fallgrube, wie hier jetzt. Als die Schockfalle dann dazu kam, so als zweite Fall, als zweites Fallen-Tool so gesehen. Ich weiß gar nicht, warum sie eigentlich die Schockfalle noch mit reingenommen haben, weil jetzt hier in Monster Hunter 3 ist es ja logisch. Wegen halt unter Wasser, ne? Damit man auch Monster unter Wasser noch ein bisschen fangen kann. Aber damals war das auch nicht möglich, im Monster Hunter zu schwimmen und unter Wasser noch zu agieren. Deswegen frage ich mich gerade, warum Schockfallen. Aber naja, haben sich da sicherlich schon bei was gedacht. Und damals war es in Monster Hunter halt so, als die Schockfallen dann dazu kamen, haben die Fallgruben halt ihre Falldauer erhöht, wenn ich mich jetzt nicht irre. Kann natürlich sein, dass die Fallgruben schon immer so eine lange Falldauer hatten, sie einfach nur eine Schockfalle hinzugefügt haben, die eine geringere Dauer gleich von Anfang an hat. Aber ich weiß es jetzt halt nicht sicher. Aber man sieht halt auch die alte Fallgrube, auch wenn die halt von der Aufmachung her, finde ich, etwas schwieriger ist. Weil, wie man jetzt zum Beispiel sieht, hier in Ultimate auch wieder der beste Beweis. Es war in den PSP-Teilen von Monster Hunter nämlich auch nicht anders. Hier ist es ja auch wieder so, wir können uns jetzt Donnerkäfer anbauen, so gesehen. Also einfach auf die Farm gehen und neue machen lassen. Das heißt, die könnte man wirklich, wenn man das, sich die Zahl hält und auch genug Rohstoffpunkte und etc. etc. hat, kann man sich die wirklich unendlich halten. Also auf unendlicher Basis. Was wiederum bei Fallgruben nicht möglich wäre, weil man kann zwar den Efeu anbauen, aber kein Spinnennetz. Das heißt, Spinnennetze müsste man sich immer wieder sammeln. Und ich finde, das macht den Aufwand einfach für die Fallgrube dann doch ein bisschen zu groß. Wenn ich jedes Mal noch, hey, das war schön, dass du mit deinem Schwanz gewedelt hast und wir dadurch, ja, weggeflogen sind. So, gehen wir mal hier kurz weg. Irgendwie dreht das Vieh gerade komplett durch hier. Und, ich bezichtige es mal des Bug-Usings, weil es uns hier irgendwie voll weggeschleudert hat. Naja. Gut, auf jeden Fall ist mir das dann doch ein bisschen zu anstrengend. Noch wegen einer Fallgrube noch Spinnennetze zu sammeln, die wie gesagt nicht gerade auch viel vertreten sind. Es gibt vielleicht hier in Ultimate das ein oder andere Gebiet, das weiß ich noch nicht. Gibt ja auch neue Gebiete. Neue Maps, die mir selber noch unbekannt sind. Gibt wahrscheinlich ein oder andere Gebiete, wo man richtig gut Spinnennetze kriegt an sich. Aber welche das sind, weiß ich halt noch nicht. Aber so an sich, wenn wir mal Spinnennetze übrig haben, oder an sich Netze übrig haben, dann können wir auch mal oft Fallgruben Jagden machen. So mit den Fallen, das Gute ist halt daran, man kriegt die Monster dann auch ein bisschen schneller tot, weil, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, man hat einfach mehr Möglichkeiten, es zu schlagen, das Monster.
So, da wir hier Mini-Wetzsteine haben, auch wenn die Waffe noch goldene Schärfe hat, ich schärfe trotzdem nach. So, man kann es ja auch einfach machen, zum Beispiel Kombiliste. Könnte man hier, wenn man es drin hätte, das habe ich bloß gerade nicht, doch hier kann man hier Schockpfeile anklicken und sagen kombinieren. Und ich glaube, gibt es hier auch nochmal eine Favoritenliste, ich weiß es gerade nicht. In der Favoritenliste konnte man sich damals bei Monster Hunter, ich guck mal gleich, ob es hier auch eine gibt, sich bestimmte Kombinationen einfach reinsetzen, sodass man einfach nur auf Favoriten geklickt hat und dann die jeweilige Kombination angeklickt hat. Da muss man nicht jedes Mal die einzelnen Items sich raussuchen und dann kombinieren drücken. Das geht so nämlich viel, viel schneller dann. So, ich versuch's nochmal zu vergiften. Und auch dieses, ja, Königsludrot hat, wie man sieht, wieder einen Rollfetisch. Ja, der aber auch gerade ein bisschen ausgeprägter ist. So. Jetzt aber. Hier, frisst das. Und es ist vergiftet. Gut. Kriegt auch den letzten da rein, obwohl der eh nichts mehr bringt. So, schauen wir mal. Nee, es flieht nicht. Ich dachte gerade, es haut jetzt wieder ab. Ja, mach mal. So, hier sind wir. Komm, put. So, behaken wir den Schweif, hau ich diesmal nicht ab. Weil, die Zeit des Schadens kann ich auch anders nutzen. Wie man sieht beispielsweise, auch was Gutes, was man sich vielleicht merken sollte, auch bei Monster Hunter. Je öfter man die Fallen einsetzt, desto mehr lässt die Wirkung auch nach. Wie wir gerade gesehen haben, das Königsludrot war gerade kaum gefangen. Also es war gerade ziemlich schnell wieder raus aus der Falle. So, muss man hier ein bisschen ausweichen. Mich stören gerade extrem die Katzen hier. Die Felines. Was an den Felines ein bisschen doof ist. Aber dafür können die ja nichts. Das sind halt so scheue Tiere und so. Nur was an den Felines ein bisschen doof ist, die greifen ja einen eigentlich nur an, wenn man sie angreift. Dann werden sie halt aggressiv. Problem aber, vielleicht haben die Entwickler das nicht so gut hingekriegt oder die wollten das von Anfang an so haben. Nur wenn das ein Monster in der Nähe ist und die schlägt oder die Felines durch das Monster aggressiv werden, werden sie halt auch auf uns aggressiv. Finde ich ein bisschen schade. Denn ich will denen ja gar nichts tun, aber wenn die mich halt hier zu Tode nerven, bleibt mir halt auch keine andere Wahl. So, gucken wir mal, ob es ja auch Favoriten gibt. Scheint nicht so, ne? Da muss man wirklich, ach nee, hier, das ist die Kombiliste an sich. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Die Kombiliste an sich, die jetzt hier ist, die kann man neu anordnen. Hier, Achtung. Aufpassen, hier ist Schockfalle. Kann ich mir jetzt auswählen. Das Target nehmen, so gesehen, und hier jetzt an dritte Stelle hinpacken. Okay, oder auch nicht. Ich dachte gerade, na gut, dann muss ich mich damit nochmal beschäftigen, wie man das jetzt machen kann, weil es ja schon ein bisschen ätzend, ne? Dann, wow, fünfmal hin und her zu schalten. Da bin ich ja schneller, wenn ich die einzelnen Kombinationen auswähle. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Gut, ja, lass mich mal durch. Ist jetzt doof gelaufen, hab jetzt gerade den Ausdauerboost so gesehen aktiviert und durch das andere Ludrot, was da im Weg war, voll versemmelt. Weil das voll im Weg stand. Aber Chacha heilt uns, das ist gut. Damit können wir wenigstens ein bisschen auch wieder an Tränken sparen. Ja, und das Königsludrot ist, wie man sieht, schnell besiegt eigentlich. Das Problem jetzt, ich würde es gern aufhalten. Bloß mit der Ausdauer ist es halt ein bisschen schwierig. Ja, das war's. Das ist ein bisschen der Nachteil an den Doppelklingen so gesehen. Also wenn die wirklich nicht geschärft sind, wie man das ja sieht, brauche ich auch nicht auf Ludrot einhauen, wenn ich eh mal abpralle. Das bringt definitiv nichts, wenn es gerade flieht. Da wäre das natürlich nur angebracht, sich die
sich den Modus hier reinzuhauen, da so abgeprallt den Modus hier reinzuhauen, weil dann prallt man nicht mehr so zurück. Da kann man drauf schnetzeln wie verrückt. Außer die Waffen verlassen einen so. Na gut. Ist aber eh bald besiegt. Wow, das war knapp. Ach, Ludi, war doch nicht so gemeint, Mensch. So, ja, das bringt nichts. Ich schärfe einfach mal die Waffe. Ist mir jetzt egal, ob ich da jetzt einen Wettstein verbrauche oder nicht. Aber so mit stumpfer Klinge darauf zu hauen, das kann ja dann auch ewig dauern. Ich will halt nicht so viel Zeit verlieren. Und jetzt flieht es wieder. Problem ist, unter Wasser sind wir nicht so schnell wie es selbst. Deswegen kann man hier nur hoffen, dass man es irgendwie schnell tot kriegen sollte. Hat aber bei uns jetzt nicht geklappt. Auch egal. Wir wissen ja, wo es hin will. Beziehungsweise sehen es ja jetzt auch. Ich versuche den kürzesten Weg hier zu nehmen. Markiert ist es jetzt nicht mehr. Ist aber auch nicht schlimm. Brauchen wir jetzt auch nicht. Denn wir haben jetzt eigentlich schon so gut wie gewonnen. Und können uns dann anschließend, falls wir die Klaue haben sollten, noch ein bisschen dem Azuros widmen. Denn, ach, wo will ich denn hin, Mensch? Denn, ich habe das jetzt so geplant, dass am Mittwoch, ich weiß bloß noch nicht, welche Uhrzeit, das schreibe ich sonst nochmal rein, wenn ich das geklärt habe alles, am Mittwoch wird die Online-Aufnahme stattfinden. Den Rest kläre ich noch ab und dann werdet ihr, glaube ich, ab morgen oder ab heute schon, wenn die Folge auf jeden Fall online ist, werdet ihr wahrscheinlich schon die Info sehen, wann die Online-Folge stattfindet. Bis dahin, bis diesem Online-Termin, will ich halt schon mal alles zusammensammeln. So, wie man gerade wieder gesehen hat, das Problem, das alte tümliche Problem mit den Duals oder mit dem Doppelkling. Ja, wenn man seine Ausdauer verprasst, ist man, wenn man in so einer Ecke hängt mit Ludrot zusammen oder mit irgendwelchen anderen Monstern zusammen, sehr am Popo. So gesehen hat man die A-Karte, wie man auch so schön sagt. Denn man ist ziemlich anfällig, weil man, ja, so wie jetzt hier, nicht ausweichen kann, weil die Ausdauer weg war. Gerade eben war die zwar nicht weg und so, ne, das hat man jetzt auch wahrscheinlich bemerkt. Bloß, ich wollte halt ein Beispiel nehmen. So, ich sollte auch mal schauen, vielleicht besiegt ist es jetzt. Ups, ich wollte Start drücken, so, weil ich mir diese Sequenz nicht immer angucken will. Ich sollte mir vielleicht auch mal eine komplett andere Waffe machen. Oh, hier haben wir die letzte Klaue, super. Eine komplett andere Waffe auf jeden Fall machen für Ludrot, weil da merke ich schon, die Doppelklingen sind zwar schon gut und stark, aber bei Königs Ludrot nerven die mich jetzt einfach nur noch, weil die überwiegend abprallen. Ich meine, das ändert sich vielleicht auch zukünftig, wenn die andere Schärfe und sowas haben. Aber es ist mir auch irgendwie zu umständlich, weil ich muss so dicht ran bei Ludrot und wenn es dann halt so diesen Ausraster kriegt und immer hin und her spuckt, muss ich halt ausweichen. Und das ist mit den Doppelklingen auch irgendwie, naja, nicht schwierig, wie man gesehen hat. Das ist ja eigentlich alles, oh, Entschuldigung, ist gerade gegen das Mikro gestoßen. Ja, es ist zwar nicht schwierig, es dann zu treffen und sowas, aber es ist halt schon ein bisschen umständlicher, sagen wir mal so. Ich hätte es ja gerne etwas leichter. Deswegen würde ich, glaube ich, gegen Königsludrot nur noch mit Langschwert oder so kämpfen. Ist, denke ich mal, für mich ein bisschen leichter. So, schauen wir mal, was jetzt in der Endbox hier noch drin ist. Schuppe, Kamm, Haut, eine Rüstkugel, zwei sogar. Bisschen Blitzkäfer, Killerkäfer, noch ein Blitzkäfer, die Nullbeere und das Sprint-Extrakt. Und das war größer, wenn ich mich jetzt nicht gehört habe. Ist auch cool. So. Ja, Königsludrot könnte man später auch noch ein bisschen öfters ja abfarmen, so gesehen. Denn, wie man gesehen hat, wir bekommen daraus den Sprint-Extrakt oder Sprint-Saft, je nachdem, wie man das jetzt nennen will. Und da ist das Gute halt daran, kann man halt für diesen Ausdauerverlust nutzen, ne? Haben wir ja schon gesehen. So, wir wollen jetzt von dir bitte ein ordentliches Langschwert. Und zwar die Flutschaft, für die wir 7500 brauchen, aber nicht haben. Wir haben 5000.
So, wie kommen wir jetzt schnell an Geld ran? Das ist die nächste Frage. Ja, das könnte ich euch schnell beantworten. Wir könnten hier die ganzen Standardwaffen verkaufen. Wir können aber auch, unter anderem, das zeige ich euch jetzt mal, so ein kleiner Trick 17 von mir, den ich sonst auch mal bei Monster Hunter angewendet habe. Ja, erstmal hier alles kurz reinpacken. So, Achtung, wir können nämlich auch, hier gibt es Verkaufen als Punkt. Wir sehen, unsere Truhe ist ja schon ziemlich voll. So. Jetzt könnten wir halt nachgucken, welches Material hier beispielsweise von, ja, Großjagi ist jetzt so viel, Vogelweibern, Reißzahn ist jetzt auch nicht gerade viel. Man könnte halt gucken, welches Material von den Monstern hier am meisten Wert hat. Zum Beispiel die lebhafte Feder von Kurupeko, hier mit 720. Und ich habe eigentlich immer, wenn ich Geldmangel hatte, oder hier Hydrohaut, bestes Beispiel. Immer wenn ich Geldmangel hatte, habe ich einfach ein paar Teile verkauft. Das heißt, ich habe dann hier, weil Hydrohaut passt gerade super, 180 im Wert. Wir haben 24 Stück, das ist echt viel. Das heißt, da können wir hier mal getrost, was weiß ich, sagen wir mal die Hälfte verkaufen. Oder wir müssen ein bisschen mehr als die Hälfte, ne? Oh ne, reicht genau. Hälfte verkaufen, Hydrohaut kann man sich immer wieder zurückholen. Geht dann wieder zurück. So schön Monsterteile verkauft. Und, kann sich dann sein Lieblingsschwert hier einfach mal so verbessern, ohne noch viel Geld auszugeben oder ausgegeben zu haben. Je nachdem. Rüsten wir auch gleich mal aus. So sieht es aus, eigentlich wie so ein kleiner komischer Fächer, Beil, wie auch immer. Dazu muss ich aber sagen, Monster Hunter, wenn ich mal Geldmangel hatte, habe ich eigentlich immer so Monsterteile verkauft von Dingen, die ich nicht brauchte. Ich meine, als Anfänger ist es vielleicht schwer, da hebt man sich wahrscheinlich die ganzen Teile eher auf und so. Ist ja auch richtig. Aber beispielsweise bei mir fing das immer an, hier, wenn wir jetzt mal hier rauf gehen, hier diese ganzen Yagi-Schuppen. Beispielsweise, ich habe immer alle Yagi-Teile verkauft, weil ich die damals eh nie gebraucht hatte. Und, naja, eigentlich so in den Anfangsphasen Geldmangel zu kommen, macht man eigentlich weg, indem man halt oft diese leichten Monster jagen geht, wie zum Beispiel jetzt Ludrot. Oder jetzt zum Beispiel könnten wir mit der Waffe, mit dem Langschwert, nicht mit dem Langschwert, das ist Quatsch. Aber wir könnten zum Beispiel auch Azuras oft jagen gehen, weil das ist jetzt auch nicht so stark, das Monster. Und, könnten damit auch gut Geld machen, bloß ich will euch halt hier nicht langweilen, deswegen mache ich das so. Und später wird es sogar möglich sein, auch hundertprozentig möglich sein, dass wir hier zum Beispiel Eisenerz oder auch Erdkristall oder hier Machalit und sowas. Ich habe das immer so gemacht bisher, wenn ich ein 99er Stack angebrochen habe. Hier, was weiß ich, wir haben jetzt 99 von Eisenerz. Dann verkaufe ich den zweiten Stack, weil erstens der erste Stack, na, der nimmt einfach einen neuen Slotplatz weg. Das ist halt doof hier. Wir haben zwar 8 Dinger frei, ist klar, reicht auch. Also wirklich überwiegend reicht das komplett aus, dieser Platz. Aber ich verkaufe den zweiten Stack, weil wenn ich 99 Eisenerz schon habe, muss ich die eh erstmal verwerten. Und falls ich dann mal irgendwie eine Waffe oder eine Rüstung machen sollte, die das Eisenerz jetzt so intensiv weggebratzt hat, dann sammle ich das halt irgendwann mal neu. Aber wenn sich da eh schon 99 angesammelt haben, heißt das auch, dass ich das zukünftig auch ansammeln wird. Deswegen so handhabe ich das, um auch viel Geld zu kriegen. Eigentlich wollte ich jetzt nochmal Teile verkaufen. Ich wollte mir das nochmal kurz durchgucken, bevor wir die Folge hier beenden. Weil wir haben jetzt nur noch 50 Zenny, wie man sieht. Und ich hätte schon gern ein bisschen mehr. Hier Käfer zum Beispiel würde ich, hier Donnerkäfer oder auch Blitzkäfer würde ich nie verkaufen. Auch wenn ich einen zweiten Stack davon habe. Aber die haben einen hohen Verschleiß später bei mir. Wenn wir wirklich viele, viele, viele davon haben, werden wir da auch viele, viele von brauchen. So, die Raritäten hier könnten wir auch mal irgendwann eintauschen, die nicht verkaufen. Nee, nee, die könnte man ganz gut umtauschen. Ich gucke gerade noch, was wir so verkaufen könnten. Haben wir irgendwas? Banahabra-Teile sind auch jetzt nicht so. Was hatten wir denn hier? Kelbi-Hörner, ne? Ja, ist auch nicht so viel wert. Und fertige Krone.
Ich schaue nur noch mal nach, bevor wir hier beenden. Wasserglanzjuwel behalte ich auch mal. Gutschein. Rostiges Fragment. Ludrottschweif. Kamm. Schuppe. Ja, von Ludrott haben wir zu viel gebraucht. Ich weiß nicht, ob wir da noch mal was brauchen. Deswegen hier Qualitätsschwamm und so. Kann man auch wieder verprassen. Ja, haben wir gerade verkauft. Lebhafte Feder, weiß ich nicht. Wieso ist Hydrohaut eigentlich grün? Das ist hier Kuropeko. Naja, egal. Azuras-Schiene, Azuras-Teile brauchen wir noch. Ach komm, ich verkaufe jetzt vom Großjagi hier eine Klaue. So, weil, wenn wir jetzt die nächsten Quests hier angehen, ist es nämlich so, kann ich ja mal zeigen kurz, das war hier, ne? Bärenfalle. Brauchen wir 110 als Questpreis. Belohnung wäre dann 2400, deswegen, jetzt haben wir 230, es reicht. Mit den 50 hätten wir da voll alt ausgesehen. Aber ist ja auch Fange hier ein, hier erjage. Kostet aber auch 110. Oh, da ist nur 1200, okay. Wieso ist Töten weniger wert als Fangen? Achso, weil lebendig wahrscheinlich noch die Nervenkitzel steigert oder so. Keine Ahnung. Nun gut, eine Schockfalle hatten wir übrigens noch über. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, das Geld reicht noch. Haben wir so viel verprasst. Doch, das reicht. Gerade so. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann das Azuras uns etwas näher anschauen und etwas öfters erjagen werden. Bis dann. Mal hier mit einer neuen Gestik verabschieden. Und zwar mit Protzen. Hey, hey und tschüss. Mach's gut. Ja, sieht schön aus und so, ne? Jetzt aber wirklich, tschüss.